archief en wordt vergeten. Natasja Kampuus is spoorloos verdwenen. Wenn ich die Bilder, die bei mir im Wohnraum stehen, wenn ich die gereinigt habe, dann habe ich manches Mal das Bild von der Natasja an die Brust gedrückt oder habe es geküsst und habe gesagt, halt durch, du bist ein starkes Kind. So ganz am Anfang habe ich ja noch nicht beim Arbeiten helfen müssen, weil er einfach Angst hatte, dass wenn ich raufkomme, dass ich ihm was tun könnte mit den Werkzeugsachen oder so, dass ich versuchen könnte wegzulaufen. Und je mehr ich sicher war, dass ich nicht weglaufe, weil ich zu sehr Angst habe vor ihm, hat er mich dann einfach raufgelassen. Und dann hat er auch immer alles abgesichert und zugesperrt und einfach sichergestellt, dass ich nicht weg konnte. Es war wirklich so, dass ich eine ganze lange Zeit kein Tageslicht gesehen habe. Und auch wie ich dann oben war, habe ich teilweise einfach kein Tageslicht gesehen, obwohl Tag war, weil er die Rollos unterließ. Der hat mich dann eben einfach immer mehr in seinen Haushalt integriert und hat mich so als Arbeitstier verwendet, aber immer darauf aufgepasst, dass ich nicht weglaufe und mich immer bedroht und das Haus zugesperrt und alles versperrt. Das muss eine wahnsinnige Genugtuung für ihn gewesen sein, dass er einfach jemanden eingesperrt hat, der dann nur für ihn ist und dass nicht mal seine Mutter und seine Großmutter davon wissen. Seit dem Zeitpunkt, nachdem Natasja Kampuš entführt wurde, war ich etwa zweimal im Jahr in seinem Haus, habe aber nie etwas bemerkt, nie etwas Ungewöhnliches bemerkt. Herr Brickabill war sehr auf Hygiene und Sauberkeit bedacht und er war auch sehr sparsam. Auf der einen Seite kann er sich einen BMW leisten und leistet sich den, und auf der anderen Seite lässt er aber dafür mich hungern. Das ist schon grausam, weil um das Geld, also um den Benzintank, hätte ich wahrscheinlich 1-2 Wochen leben können oder noch länger. Je nachdem, wie viel ich gegessen, zu essen bekommen hätte. Ist das nicht irgendwie makaber? Das eine, das war, da bin ich, wie wenn ich zu meiner eigenen, weiß ich nicht, Hinrichtung gehe, wurde ich angerufen, ich muss sofort auf diesen Platz in der Nähe von der Schule oder von meinem Wohnort hinkommen, weil da haben sie jetzt eine Tasche gefunden, ob das dann eine Tasche, ihre Tasche ist. Dort haben sie einen Schuh gefunden, in einem anderen Gebüsch haben sie eine Unterhose gefunden, dann haben sie wieder in einem Auto, in einer Garage eine Jacke gesehen, die rot ist, ob das die Jacke von der Natasja ist. Und ich bin dann erleichtert gegangen und Gott sei Dank war das nicht ein Trumpf von der Natasja. Wenn ich etwas Hautcreme oder sowas hatte, dann habe ich auch oft einfach das Holzbett ein bisschen eingelassen, weil das ist auch so ähnlich wie eine Möbelpolitur. Ich habe einfach viel abgestaubt und also wenn ich dann am Wochenende habe ich meistens einfach, weil ich das auch von meiner Mutter gewohnt war, dass sie das am Wochenende gemacht hat, habe ich mir am Wochenende dann, wenn ich Zeit hatte und dort eingesperrt war,
habe ich mir einfach das alles wieder sortiert und abgestaubt und aufgeräumt und ja. Er hatte einen totalen Putzzwang und hat natürlich auch immer alles abgewischt, was ich angegriffen haben könnte. Und ich durfte ja auch nichts anfassen, weil Fingerabdrücke sind gleich so hässliche Fettflecke, die man nirgends haben möchte. Und ich bin auch misshandelt worden, wenn ich irgendwo einen Fingerabdruck gemacht habe. Nicht nur wegen dem, dass man einen Fingerabdruck von mir finden konnte, sondern weil es einfach ein Fingerabdruck war, der hässlich auf dieser Oberfläche aussieht. Und das war einfach, dann hat er einfach mein Handgelenk gepackt und mit dem Handrücken dann den Fingerabdruck weggewischt auf der Tür oder auf dem Kühlschrank oder auf dem Türrahmen. Ganz zu Beginn musste ich einfach irgendwelche unguten Plastiksackerln auf dem Kopf tragen, also so Plastiktüten mit einem Gummiband, das ich mir eben zurecht genäht, also so in. Und das war dann einfach scheußlich, weil das Plastik hat dann auf meine Kopfhaut abgefärbt und ich musste zusätzlich noch irgendwelche Gummiringel und Spangerl, also so Haarbänder, also alles Mögliche drauf haben und das hat dann noch mehr gedrückt. Es hätte eigentlich gereicht, das Haar einfach nur dort hinein zu tun, aber er wollte unbedingt, dass dann noch Klammern und Clips und so sind. Die haben sich dann immer in meine Kopfhaut und das hat dann alles sehr wehgetan, gespannt. Das war ein sehr unangenehmes Gefühl. Ich hatte dann schon so komische Stirnrunzel und das war einfach irgendwie total unangenehm. Und dann hat er gemeint, wenn du eine Glatze hättest, dann wäre das nicht so schlimm. Und weil das einfach so eine Folter war mit diesem Ding, habe ich mir dann einfach, nachdem ich dann schon sein Vertrauen hatte und eine Schere bekommen habe, eine gerundete natürlich, damit ich mir selbst nichts tun kann, habe ich mir dann einfach mein Haar gekürzt und dann hat er gemeint, wie er das gesehen hat, dass er mir dann einfach gleich eine Glatze schneidet. Und ich habe ja ein paar Mal auch, wenn er mich zu sehr gequält hat oder versucht hat, mich zu erniedrigen, versucht nach der Polizei zu rufen am Fenster und dann hat er mich sofort ganz brutal gepackt und gewürgt und geschlagen. Es war natürlich so, dass ich mich teilweise einfach in dem Verlies wohler gefühlt habe, als rauszugehen und irgendetwas tun zu müssen, was ich nicht tun wollte, irgendwie bei Arbeiten helfen oder was er auch gemacht hat, wenn er krank war, dann bin ich rauf, also nicht in der ersten Zeit, dann erst später. Und musste ihm eine Suppe aufwärmen oder einen Tee kochen und dann bin ich wieder runtergebracht worden und das war irgendwie, ja, das war sehr frustrierend, weil solange er krank war, hat er ihn total vergessen, dass ich auch Bedürfnisse habe, dass ich auch essen möchte und dass ich auch ein bisschen ans Tageslicht möchte und dass ich auch etwas, dass ich mich waschen möchte. De druk op de politie om resultaten boeken neemt toe. Men besluit om de telefoon van de moeder van Natasja af te tappen in de hoop dat de ontvoerder contact met haar opneemt. Een beller beweert dat hij Natasja gevangen houdt. Maar het is een grap, één van de vele. De nahrungsentzug war schon eine sehr schlimme Sache, weil man kommt sich dann selbst auch fast wie ein Drogensüchtiger vor, denkt sich, wieso muss das sein, wieso habe ich Hunger, wieso gibt es eigentlich das Gefühl Hunger, wieso kann man nicht auch ohne Essen auskommen. Er hat einfach alles, was er mir zum Essen gegeben hat, hat er zwar hergezeigt und im Ganzen und im
so präsentiert, aber er hat mir dann einfach nur ein winzig kleines Stück oder so abgeschnitten und hat einfach ganz genau kontrolliert, wie viel ich von allem esse und hat das einfach so verteilt.